Der zweite Infogigant hat bei der, was war es, bei der letzten 16. AZK hat er einen erfolgreichen Vortrag gehabt und gibt uns heute in 12 mal 1 Minute einen Infogiganten über geheime Killer, die unser aller Gesundheit bedrohen. Da klärt er uns drüber auf. Ich danke für die Riesenarbeit, Erich Hambach, noch einmal bei uns. Erich Hambach, geboren 1963 in München, ist verheiratet und hat ein Kind. Seine Laufbahn: staatlich geprüfter Baubiologe, gelernter Betriebswirt, Versicherungskaufmann. Von 1984 bis 2012 Kommunikationsberater und Trainer für Finanzberater. Erich Hambach befasst sich seit etwa 30 Jahren intensiv mit Produkten der Versicherungs- und Investmentbranche, wobei er im Laufe der Zeit feststellen musste, dass das Hauptinteresse der Finanzdienstleistungsbranche nicht dem Wohl der Kunden, sondern vielmehr der Mehrung des eigenen Profits galt. So wurde er zum Querdenker, Wahrheitsforscher, Aufklärer, Friedensaktivist und Autor diverser Schriften, Artikel und Fachpublikationen. Sein Buch »Bargeld AD – Scheiden tut weh – Bargeldlos zum gechippten Kontosklaven« zählt zu seinen größten schriftstellerischen Erfolgen und ist im öffentlichen Handel erhältlich. Seit 2010 hält er Vorträge und Workshops zu Themen wie »Lösungen für Menschen zum Wohle aller«. Seine Schwerpunkte: Wirtschaft, Politik, Finanzen, Baubiologie, Medien und Friedensarbeit – sowie Transhumanismus und künstliche Intelligenz, Quantenphysik und Quantenheilung, Quantencomputer und Zeitphänomene. Allein seit 2016 hielt er Dutzende Interviews und Beiträge, unter anderem für KlarTV, Querdenken TV, Bewusst TV, Nuoviso, Steinzeit TV, Lebenskraft TV und so weiter zu den Themen Frieden, Bargeldabschaffung, Mind Control und Drohnenkriege. Besonders liegt ihm die Friedensarbeit am Herzen als Gegenpol zu den herrschenden Prinzipien Teile und Herrsche sowie Sozialisierung von Verlusten und Privatisierung von Gewinnen. 2017 Initiator der internationalen Friedensbewegung Der Friedensweg. Finanzexperte und Wahrheitsforscher Erich Hambach tritt heute als Infogigant in den Ring. Sein Thema: geheime Killer, wie unser aller Gesundheit bedroht wird. Okay. Wow. Wenn es so weitergeht, wird es hier noch mein Wohnzimmer bei euch. Und wir starten in die erste Runde von deinem Infogiganten: geheime Killer. Was sind das für Killer? Erstens, geheime Killer, die unsere Gesundheit bedrohen. Wer sind diese geheimen Killer, die uns seit Jahrzehnten auf Zellebene vergiften und unsere Gesundheit zerstören? Hier ein paar konkrete Beispiele. 3, 2, 1. Es gibt natürlich viele geheime Killer und da meine ich jetzt nicht die Geheimagenten, die eben nach False-Flag-Operationen dann die Zeugen im Umfeld gewisser Personen verselbstmorden. Die sind natürlich auch nicht so angenehme Zeitgenossen, aber es geht einfach um andere geheime Killer, nämlich die drei, die hier eben stehen, die nicht so im Bewusstsein sind, gerade diese innere Vergiftung auf der Zellebene. Wir werden leider durch ungesunde Lebensmittel geschwächt, die Entzündungen im Körper steigen und daher werden wir anfällig für Impfschäden und für digitalen Stress. Und die sind immer so im Hintergrund, im Heimlichen, also wir merken das oft eben gar nicht. Das baut sich über viele Jahrzehnte eben oft auf, gerade diese schleichende Entzündung, die wir fast alle im Körper haben. Und diese geheimen Killer sind ganz hinterlistige Zeitgenossen und darüber möchte ich heute noch ein bisschen berichten. Dann hören wir, was du uns zu sagen hast. Zweitens, schleichende Entzündung.
Was genau ist diese Secret Inflammation, die zu 90% die Hauptursache für alle degenerativen Krankheiten und Zivilisationskrankheiten ist? 3, 2, 1. Also wir bestehen ja alle zu 80 bis 100 Billionen Zellen. Das hängt ein bisschen von Größe und Gewicht ab. Und diese Zelle wird immer zusammengebaut aus Fettsäuren, Omega-6 und Omega-3. Überwiegend, wir brauchen die eben auch, aber wenn wir von einem zu viel, vom anderen zu wenig bekommen, dann ist die Zelle permanent entzündet. Man nennt es dieses schleichende Feuer und hat eben folgenden Effekt, dass in die Zelle kommen keine Nährstoffe eben an, keine Mineralien, keine Vitamine. Also wir können eigentlich uns ernähren, so gut wie wir wollen, und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln operieren. Das bringt uns nicht wirklich dann in die gute Gesundheit. Und der Zellstoffwechsel, der ja dann trotzdem noch passiert, dort der Abfall wird nicht aus der Zelle heraustransportiert, weil die Zellwand eben nicht fluide ist, da kommt nichts durch. Von daher sind wir permanent entzündet und wir vergiften einfach durch den nicht funktionierenden Zellstoffwechsel von innen, und das ist das schleichende Feuer. Was verursacht diese Entzündungen? Welche Unternehmen stecken dahinter und wie verursachen sie bei uns allen diese geheime, schleichende Entzündung? 3, 2, 1. Ja, es sind die üblichen Verdächtigen, in dem Fall die 10, die ihr hier eben seht, aber eben mit ihren Hunderten von Tochterfirmen, mit Tausenden, Zehntausenden von Marken. Am Ende ist es eben alles ein kleiner Kreis, ein kleiner Zirkel. Und die schütten uns einfach mit Omega-6 zu. Das brauchen wir zwar schon mal, um Entzündungen zu fördern, aber ohne Omega-3 gingen diese Entzündungen eben nicht mehr ab. Und so verbrennen wir quasi von innen. Wenn man die Vorstände dieser Unternehmen eben fragt, was ihr da so herstellt, gebt ihr das eigentlich euren Kindern? Dann geht zur Hölle. Nein, wir wollen uns doch nicht vergiften. Also die wissen sehr genau, was man eben hier tut. Und es kommt dann einfach dazu, dass einfach Sitzen, die Couch-Potatoes, also Sitzen ist das neue Rauchen, wir haben keine Bewegung mehr, wir haben die Belastung der 5G, Fastfood und Co. Also das ist Omega-6, Füllstoffe, sonst ist da nichts drin. Die tierische Nahrung, die wir eben zu uns nehmen, die kommt aus Soja, Mais, Fischmehl mit Antibiotika, das frisst der Mensch und ist dann einfach krank. Fast die Glocke hier vergessen. Also das musst du mir geben, die wissen ganz genau, was die tun. Das ist es. Viertens. Was sind die Folgen dieser Entzündung und welche Krankheiten entstehen daraus? Entzündung ist der Nährboden für viele Krankheiten und bereitet das Schlachtfeld für 5G und das Impfen vor. 3, 2, 1. Also auch das ist Stand der Wissenschaft. Es gibt Zehntausende von Studien über diese schleichende Entzündung. Das ist der Nährboden für so gut wie alle degenerativen Krankheiten, für alle Entzündungskrankheiten. Da brauchen wir auch gar nicht mehr diskutieren. Ich habe da noch 3 Gegenstudien. Das ist doch ganz anders. Also es ist längst ausgeforscht, ob das jetzt das MIT in den USA ist, eine führende Bildungseinrichtung, ob das eben Dr. Perlmutter ist und Tausende und Abertausende von Forschern, die das eben in Studien belegen, dass diese schleichende Entzündung auf Zellebene, die du aber nicht spürst, die tut dir nicht weh, sondern das ist einfach der Nährboden für alles. Und daraus entsteht dann eben mit dem kleinsten Schubser einer 5G-Bestrahlung, einer Mikrowellenwaffe, einem psychischen Schock, einer seelischen Problem. Also es braucht nur einen kleinen Schubser auf unseren Nährboden der Zellentzündung und schon entstehen eben diese ganzen Krankheiten, wie eben beispielsweise Alzheimer, Diabetes, Demenz, Parkinson, Depression, Bronchitis, Fettleber ohne Alkoholmissbrauch, Allergien, Arteriosklerose, viele andere Krankheiten und mehr. Also da kommt eigentlich so gut wie alles her. Abgefahren, ja. Ja, dann werden uns aber schon auch die Auswege, wenn du von diesen Entzündungen redest. Kannst du von dem noch sagen, was es da für einen Ausweg gibt? Ich habe das noch gar nicht so gehört. Ja, also wer mich kennt, der weiß, es ist mir immer ganz wichtig, über Lösungen zu sprechen. Also die Basis von allem ist ja natürlich gutes Wasser, gutes Salz, Bewegung. Also wenn wir das schon mal machen, sind wir auf einem guten Weg.
aber man kann eben aktiv etwas tun, man muss eben nur wissen, wie. Und ja, darüber werden wir noch was hören, auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich glaube, in der nächsten Frage wirst du da wieder ein Stück beantworten. In der 5. Wir sind schon bei der 5. Wir sind bei der 5. Ja, ja. Da wäre ich jetzt auch hingekommen. Ja, genau. Auswege aus diesen Entzündungen. 5. Ausweg aus dieser Entzündung. Was ist die einzige Möglichkeit, diese schleichende Entzündung zum Verschwinden zu bringen? 3, 2, 1. Also wir müssen einfach wieder in die Balance kommen. Wir müssen uns Vitamin F und Vitamin P zuführen. Das sind Fettsäuren, das hat man von Vitamin umbenannt in Fettsäuren, weil Fett ist eklig, Säure will ich auch nicht, also brauchen wir nicht. Wenn es Vitamin heißt, wir müssen uns ja zuführen. Also wir müssen hier ein Verhältnis von 1:1 im Körper wieder hinbekommen. Natürlich dazu auch entsprechende Bewegung, aber eben die essentiellen Fettsäuren sind leider in unserer Nahrung nicht mehr enthalten. Es geht eben nur noch über entsprechende Nahrungsergänzung zurzeit, so lange, bis es in der Nahrung wieder vorkommt. Lebertran wäre noch eine Alternative, schmeckt aber saugreislig. Also es kommt immer aus der Meeresalge. Über diesen Nahrungskreislauf kommt es irgendwann bei uns an. Wir könnten also entweder pro Tag ein Kilo Fisch essen, dann wird man es hinkriegen, oder eben mit einer entsprechenden Gabe von Omega-3-Ölen kann man das hier wieder in der Balance bekommen. Dann funktioniert die Zelle wieder, entsprechend Nährstoffe kommen rein, Zellstoffwechselabfall kann abtransportiert werden, alles gut. Okay. Ja gut, das waren jetzt die Entzündungen, aber du gehst weiter, gell? Du schilderst jetzt auch noch in Sachen 5G, das sind auch so geheime Killer. 6. 5G. Was ist 5G für eine Technologie und für was wird diese benötigt? 3, 2, 1. Also so schaut diese Technologie aus. So Bilder kennt ihr ja eben auch schon vielfach. Und im Grunde ist erstmal eine ganz einfache Technologie, die sich im Bereich der Mikrowellenstrahlung eben abspielt. Das ist einfach ein Verfahren, digitale Funktechnik, die für einen möglichst schnellen Datenverkehr sorgen soll, möglichst ohne Zeitverzögerung. Das ist jetzt eben die 5. Generation, deshalb heißt es eben auch 5G. Und das ist eben ganz wichtig auch für autonomes Fahren. Es wird uns dann immer erklärt, dass man das braucht für Digitalisierung, autonomes Fahren, Geoengineering, Klimakontrolle und so weiter und so fort. Also wir brauchen es unbedingt, weil immer schneller, weiter Höhe, ohne Globalisierung, ohne Wachstum geht es ja sowieso zu Ende und wir sind das Problem. Aber in Wirklichkeit geht es dann eben um die digitale, smarte Diktatur, ums Tracking, um das ständige Kontrollieren, digitales Bewegungsprofil, ständig online abrufbar für Behörden, Bankgeheimnisse ist eh abgeschafft. Also ihre digitale, gläserne Kontosklave wäre Realität. Siebtens. Gesundheitliche Nachteile von 5G. Was sind die gesundheitlichen Nachteile von 5G? Wie ist die Wirkung auf unseren Organismus? 3, 2, 1. Also wenn wir eben auf Zellebene schon entzündet sind durch die Nahrungsmittelindustrie, dann haben es eben Einflüsse wie 5G-Technologie und andere Themen sehr, sehr leicht, uns eben krank zu machen. Und es geht eben auch in einer gewissen Agenda um die Themen wie Unfruchtbarkeit, dass wir eben auch mind-controlled werden. Wir haben Stoffwechselstörungen im Körper. Das ist wiederum ein weiter Nährboden für Erkrankungen, die globale Verdummung. Also das Mombi ist auch so ein Wort. Es schädigt die Nervenzellen auf vielerlei Art und Weise. Wir haben keine normale Hormonproduktion mehr. Das wird eben alles entsprechend gestört. Das Immunsystem geht noch mehr im Keller, ist ja eh schon im Keller. Dann geht es in die Tiefgarage bis hin eben zu unkontrolliertem Zellwachstum, was man eben Krebs nennt und noch ganz, ganz vieles mehr. Und ja, da ist 5G eben auch einer der Hauptprotagonisten. Und eigentlich, naja, funkfrei, wir haben es gehört. Also macht euch auf den Weg. Achtens. Auswirkungen von 5G auf die Umwelt. Was sind die Gefahren von 5G für die Natur, die Pflanzen und die Tierwelt?
sind natürlich sehr vielfältig. Also neben dem, dass wir Auswirkungen auf uns Menschen haben, das haben wir ja gerade besprochen, ist es eben in der Natur so, dass zum Beispiel Wasser seine Struktur verliert. Es wird einfach mit schädlichen Informationen aufgeladen und wir tun uns, wenn wir dann dieses Wasser trinken, eben auch keinen Gefallen. Es ist auch so, dass wenn das Insekten sterben, Bienen sterben, die orientieren sich am natürlichen Magnetfeld der Erde, wenn das eben gestört wird, dann verschwinden die Insekten. Das hat wiederum für uns als Nahrungsquelle das Folge, dass nicht bestäubt wird. Dann wird das Essen eben weniger, obwohl Essen ja eigentlich auf dem Feld wächst und nicht in der Fabrik. Und wenn die Insekten weg sind, werden die Vögel weniger. Wenn die Vögel eben dann sterben, dann regen die mit ihrem Zwitschern nicht mehr das natürliche Wachstum von Pflanzen und Bäumen eben entsprechend an. Und wenn die Bäume nicht mehr wachsen und die Pflanzen eben verkümmern, naja, wo soll es dann eben noch hinführen? Und letzten Endes ist dann eben alles außer dem Gleichgewicht und wir haben jede Struktur verloren auf allen Ebenen, die wir eigentlich für ein lebensgestaltendes Umfeld bräuchten. Neuntens. 6G. Was ist mit 6G gemeint? Kommt es noch schlimmer? 3, 2, 1. Ja, so bei 6G, das ist einfach nur die sechste Generation, aber nach dem Motto höher, weiter, schneller geht es dann einfach darum, wir haben bei 5G eben, das wir ja brauchen für zum Beispiel autonomes Fahren, so wird uns erklärt, gibt es immer noch leichte Zeitverzögerungen. Das ist momentan nicht möglich, dass alles eben in Echtzeit funktioniert. Und das ist eben beim autonomen Fahren unter Umständen blöd, wenn so ein autonomes Auto eben den blauen Himmel mit einem Auto verwechselt oder umgekehrt und dann wird eben gecrashed. Also es muss einfach in Echtzeit funktionieren. Und da kommt eben noch relativ viel auf uns zu. Das wird also bis 2030, so ist der Plan, flächendeckend im Einsatz auf der Erde sein. Und dann werden eben nicht nur Milliarden, sondern Billionen von Mobilfunkgeräten miteinander vernetzt und Datenverkehr in Echtzeit, Realtime, wäre dann eben realitär und auch der jederzeitige Killstrike, also der Killshot, Download, Herzinfarkt übers Handy, punktgenau auch über kleinste Funkantennen, wäre dann eben gegen jede Person und jedes Lebewesen möglich. Also was du uns da sagst, geht schon ziemlich unter die Haut, gell? Und jetzt geht's nochmals in die letzte Runde, jetzt kommt eben noch das Thema Impfen. Nochmal was, das unter die Haut geht. Ja, es geht ziemlich viel unter die Haut und ich will euch auch nicht in eine Massendepression bringen, aber mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, einen Kopf ins Sand stecken bringt einfach nichts, weil dann schaut dein Arsch immer noch raus. von daher, wir müssen eben hingucken und uns dann einfach Gedanken machen und als Gemeinschaft schauen, wie wir in die Lösung kommen. Ja, ja. Und Impfen ist halt leider auch so ein komisches Thema. Also gibt ja in Deutschland jetzt einen neuen Virus. Kennt ihr den Spahnsinn? Okay, Impfen, Nummer 10. Ich bin ja schon wieder ruhig. Zehntens. Impfen. Was ist Impfen? Wo hilft es? Hat Impfen überhaupt einen Sinn? Ja, also Impfen ist letzten Endes eine Idee, dass man durch die Gabe von Substanzen das eigene Immunsystem eben stärken kann und dass man eben ansteckenden Krankheiten vorbeugen kann. Wir wissen aber heute, dass die Väter der Impfung, ob das jetzt Jenner, Pasteur oder andere eben war, das sind alles längst überführte Blender, letzten Endes Scharlatane, also quasi Geheimagenten der damals aufkommenden Pharmaindustrie. Man unterscheidet dann eben zwischen der aktiven und passiven Immunisierung. Das sind einfach zwei ähnliche, aber doch unterschiedliche Verfahren. Und leider wird bei der Zulassungsprüfung von Impfstoffen nicht alles korrekt und vollständig gemacht, so wie es sein sollte. Denn oftmals stehen eben wirtschaftliche und andere Interessen im Vordergrund. Und die Inhaltsstoffe der ganzen Serien, die sind also quasi hochtoxisch, da sind karzinogene Dinge dabei, es sind Pestizide dabei, Düngemittel, also ganz, ganz schreckliches Zeug bis hin zu Schwermetallen. Also auch das vergiftet uns eben von innen und ist nicht lebensfördernd. Das ist also menschliches Blut mit drin, Zellen von Föten, Gift pur, kann man einfach sagen.
Elftens. Gefahr durch Impfen. Was sind die größten Risiken? Welche schlimmen Folgen hat das Impfen? 3, 2, 1. Also wir wissen heute, dass eben Impfen auf jeden Fall schon mal eine Ursache oder eine der Ursachen ist für Krebs. So zum Beispiel Dr. Robert Whelan, einer der führenden Krebsforscher. Es ist auch so, dass die Bücher und Studien zu Impfschäden mittlerweile ganze Bibliotheken füllen. Also das ist unendlich Material mittlerweile vorhanden. Die Whistleblower aus Pharmaunternehmen, auch in anderen Bereichen, werden durch die nicht so geheimen Killer dann eben so um die Ecke verselbstmordet. Auch das kommt leider eben vor. Es gibt massenhaft Organschäden, es kommt zu Massensterilisierung, es gibt illegale Massenexperimente in Afrika, überall auf der Welt. Selbst die WHO hat mittlerweile zugegeben, dass durch Pockenimpfung AIDS verursacht hat. Man hat es natürlich wieder mal verschwiegen. Es gibt Autismus, Alzheimer, ganz schlimme Dinge. Und es gibt eben zum Beispiel mit einem Impfstoff von GlaxoSmithKline in den USA einen Vorfall, da wo innerhalb von 20 Tagen nach einer Impfung mit dieser MMR, die jetzt eben quasi Pflicht ist, sind 69 von 72 Babys innerhalb von 3 Wochen verstorben. Also ein Riesenverbrechen, so können wir nicht weitermachen hier auf dem Planeten. Zwölftens. Pharmaindustrie und Politik. Stichwort Pflichtimpfungen. Was haben Regierungen und Industrie vor? 3, 2, 1. Also Seehofer hat es ja mal gesagt, die, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und die, die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Also insofern alles Marionetten durch kriminelle Interessen gesteuert. Es geht um Big Profit, das ist ein Riesengeschäft. Man hat ja auch einen einzelnen Impfstoff für Masern, aber man führt halt einen dreifachen ein, weil man keinen anderen hat. Dann ist er dreimal so teuer, wird mehr Geld verdient. Es wird eben, hat man heute auch schon, die Entmündigung von Eltern eben geben. Es wird kriminalisiert, es wird, Krankheiten werden erzeugt. Dort wird auch eine Menge Geld verdient. Neben dem, dass man eben auch Richtung Bevölkerungsreduktion, all diese Themen kommen eben hier dann eben mit rein. Und man möchte scheinbar die Zerstörung der menschlichen geistigen Fähigkeit, auch Spiritualität letzten Endes noch mit befeuern. Und es ist einfach so, dass die Lobbyisten im Auftrag einer zum Teil hochkriminellen Industrie diktieren willfährigen Politikern die Gesetze in die Feder und haben eben nicht die Gesundheit der Menschen im Fokus, sondern die Mehrung des eigenen Profits. Eine Ergänzung, also wann wollen wir denn aufstehen, wenn nicht jetzt? Ja. Also bitte erhebt euch, Volksbewegung, es liegt an uns. Es liegt einfach nur an uns. Wir müssen es machen, von der Politik kommt die Lösung nicht. Auf keinen Fall, weil wenn Wahlen was ändern würden, wären sie ja verboten. Aber das wisst ihr ja. Ja. Das ist wirklich wahr. Also ich glaube, wenn wir das gehört haben, entweder verfallen wir in eine Massendepression oder wir machen es nicht wie der Vogelstrauß. Dass nicht nur dahinter rausschaut, sondern dass wir unseren Hintern ein bisschen lupfen. Ja, also, in die Gänge kommen. Ja, also ich danke dir ganz, ganz vielmals. Also ich staune, wie man in kurzer Zeit alles sagen kann. Ich kann mit einem Wort, ich habe das gerade eine Karte gekriegt, das heißt: Wenn ein Wort sitzt, dann kann man es stehen lassen. In dem Sinn würde ich sagen, ich lasse diesen Infogiganten stehen. Das hat gesessen. Also wirklich herzlichen Dank. Und wir machen noch kurz die kleine Show. Schaut mal diesen Infogiganten an, wie er da geknebelt ist. Zuerst die Zahl. Du warst ziemlich gut. Wow. Nicht schlecht. 2, 4, 5 mal grün, 4 mal orange, 3 mal rot. Und wir sagen's, wir küren auch für dich mit der Infogiganten-Nuss. Schaut mal, da ist sie. Kann ich an. Wir danken dir für die Verkleinerung. Das ist nämlich eine Mordsarbeit und die küren wir mit dem Infogiganten. Herzlichen Dank, Erich. Danke.
Vielen, vielen herzlichen Dank.